Cool. Mein Name ist Thomas Weible, komme von der Flex Optics, die wurde heute Morgen auch schon eingehend erwähnt. Ich selber bin dort verantwortlich für die Technologie und Entwicklung. Wir kümmern uns hauptsächlich wirklich nur um Transceiver, nichts anderes und sind sogar manchmal on-site bei Installationen dabei. Beim Emanuel war ich jetzt leider nicht dabei. Und das ist so unser Hauptthema und so ist auch Transmission 3 eigentlich entstanden als Präsentation, so aus dem Jahr 2011 mal ein bisschen zusammengefasst, was denn eigentlich Themen gewesen, die so in 2011 passiert sind. Was ist mir bei Installationen aufgefallen, was ich denke, was eigentlich so das ganze Auditorium hier von Deno gewesen sollte, wo es interessante Setups gibt oder wo man sich einfach ein bisschen leichter tut. So ist der Vortrag entstanden. Ein ganz großes Thema natürlich in 2011 oder was wir derzeit diskutieren, ist das Thema 100G. Arnold hat es gerade auch schon andiskutiert. 100G ist derzeit wirklich in aller Munde in der Hinsicht, was nämlich für Interfaces, was für Linecards, auch die unterschiedlichen Hersteller von dem Layer 2 und Layer 3 Equipment diskutieren es letztendlich an. Und ich möchte gar nicht so sehr auf die Diskussion eingehen, was von Formfaktoren nehmen wir da jetzt und was ist besser und schlechter. Ich möchte ein paar, zwei andere Punkte beleuchten, die manchmal ein bisschen hinten runterfallen bei der Diskussion. Und das ist vereinfacht, und da stelle ich jetzt was gegenüber, zwei Technologien. Arnold hat es auf seiner Folie auch gerade drauf gehabt, Richtung clientseitige Anbindung, einmal diese 100G LR4, was steckt da dahinter? Es sind im Endeffekt 4x25 Gigabit übertragen werden in vier verschiedenen Wellenlängen rund ums 1300 Nanometer Band. Und dem gegenüber steht so diese 10x10 MSA. Die 10x10 MSA ist ein bisschen eine andere Technologie und da ist eigentlich das Interessante daran, dass die so ein bisschen End-User getrieben ist. Ich vergleiche das so ein bisschen das iPhone in der Mobilfunkbranche. Weil damals hat auch keiner gedacht, dass ein Computerhersteller mal Telefone bauen kann. Und auf einmal hat er die ganze Branche aufgemischt und auf einmal auch Branchenriesen sozusagen ins Wanken gebracht. Und das ist ein ganz interessanter Ansatz. Technologisch 10x10 MSA sind 10x10 Gigabit werden übertragen und ich kann ein bisschen einen abgespeckten 100 Gigabit Transceiver bauen. Und deswegen sieht man das auch an diesem Eurozeichen, das ist deutlich kleiner, wie links da drüben, das soll eigentlich grün, ist deutlich günstiger, wenn man jetzt diese zwei Technologien vergleicht. Also die 10x10 MSA ist einfach günstiger zu bauen. Woran liegt das auch? Wenn man so einen Transceiver auseinanderbaut und da reinschaut und speziell jetzt mal so ein 4x25 nimmt, also den von der linken Seite, der hat ein dickes, großes Eurozeichen dran, der ist teurer, da steckt eine Gearbox drin. Was macht die Gearbox? Die wandelt letztendlich das Signal, das kommt hinter elektrisch rein, wenn man den Transceiver mal von hinten anschaut, Platine, wo das Signal reinkommt, kommt es rein mit 10x10 Gigabit, weil ich unter anderem bei gewissen Formfaktoren auch abwärtskompatibel zu 40 Gigabit sein will, weil die gleichen Baugrößen haben, zum Beispiel bei dem CFP, dieser iPhone-große Transceiver. Und dann muss ich aber dieses Signal wandeln von diesen 10x10 Gigabit auf 4x25 und das macht genau die Gearbox. Und die ist zum Teil auch ein bisschen fehleranfällig, beziehungsweise einfach teuer derzeit, die herzustellen. Ich meine, die muss halt diese 4x25 Gigabit durchschaufeln, was dann nachher noch in Serie produziert werden muss. Und der andere Punkt, was diese linke Seite einfach auch teuer macht, ist, die Optiken selber, die arbeiten einfach mit 25 Gigabit Delays und auch die Empfänger da drin. Und die sind derzeit einfach in diesen Stückzahlen nicht verfügbar, beziehungsweise das sind die Produktionsschienen noch derzeit nicht so ausgebaut, dass die jetzt wirklich in ganz großen Stückzahlen wie die klassischen 10 Gigabit Optiken laufen. So der Vergleich in der Hinsicht. Auf der rechten Seite beim 10x10 MSA sind es klassische DWDM-Optiken, die wir heute schon im 10-Gigabit-Umfeld bei XFPs oder SFP Plusen kennen, die noch ein bisschen erweitert werden und letztendlich einen DWDM-Multiplexer mit in die Optik reinkriegen und das dann gemeinsam auf die Line schicken. Was beide gemeinsam haben, das ist das Schöne daran, und deswegen habe ich die dritte Technologie auch gar nicht andiskutiert, ist diese 100 Gigabit SR10, also Multimode mit 10x10 Gigabit auch. Ist meiner Meinung nach Failure per Design, weil da kommt dieser struppelige MPO-Stecker zum Einsatz mit 20 Fasern da drin, macht wirklich in der Hinsicht nicht wirklich viel Sinn. Diese beiden Technologien basieren auf einem klassischen LC-Stecker. Also ich habe vorne einen Duplex-LC-Stecker, den ich reinstecke, oder einen Siegfried-Cäsar, also einen SC-Stecker, und keinen 20-fasrigen Stecker, den ich vorne reindrücken muss. Mir hat noch keiner wirklich zeigen können, wie man diesen Stecker reinigen kann, diesen 20-fasrigen, das weiß ich nicht genau. Jetzt kommt auch noch ein anderer Punkt, das ist das untere, das soll diese LKW symbolisieren, die Verfügbarkeit. Wenn man jetzt wirklich mal im Markt umschaut, sieht man ganz klar, die linke Seite ist sehr stark getrieben von den großen optischen Vendors, also die letztendlich die Optiken herstellen, die die ganze Technologie im 1 Gigabit, im 10 Gigabit Bereich getrieben haben und jetzt auch im 100 Gigabit Bereich treiben.
Wenn wir jetzt auf den einschlägigen Messen für optische Komponenten sich umschauen, sieht man ganz klar, diese linke Schiene wird sehr stark forciert. Man sieht da wirklich erste, die sind verfügbar, die kann man kaufen, wenn man will, wenn man das nötige Kleingeld hat, also das große Eurozeichen bedenkt, kann man die kaufen. Die rechte Seite ist das Sourcing einfach ein Problem. Also wir sehen da derzeit nicht viele Hersteller, die sich auf diesen Zug aufstürzen oder draufspringen und sagen, wir produzieren jetzt dieses 10x10 MSI. Und schaut man in diese MSA auch rein, sind wirklich diese Mitglieder, die diesen Standard formieren, hauptsächlich End-User. Also da steckt eine Google, eine Facebook und große Data-Center-Provider drin, die diesen forcieren. Bin mal gespannt, was passiert. Ich meine, es steckt da sicherlich auch viel Geld involviert, ob dort jemand hochkommt, wie dieses iPhone, nehmen wir es mal als Beispiel, und da dann sich neue Hersteller auftun, die sich speziell im optischen Markt tummeln. Gegen diesen traditionellen Markt. Ich kann es derzeit nicht sagen und möchte mir auch keine Aussage. Also, genau. Also das sind so die zwei Themen, die ich da sehe. Wenn man, also das ist so die erste These, dieses Faster. Die zweite These ist Longer. Und das ist ein wunderschönes Setup, was ich bei einer Installation selber live gesehen habe. Ich war selber erstaunt, dass das so einfach zu bauen war. Es ging um einen Link über DWDM 10 Gigabit, rund 180 Kilometer. Und das Besondere daran war, es wurde ohne Verstärkung in der Mitte gemacht. Und das fand ich ganz toll. Das wurde komplett passiv durchgepatcht. Also dieser Kringel da oben soll diese Line symbolisieren mit 180 Kilometer. Und dazwischen sind rein passive Komponenten zum Einsatz kommen. Und ich habe diese Verstärkung und Signalaufbereitung wirklich nur den Enden gemacht. Und das Tolle ist einfach, dieser Link ist super einfach zu troubleshooten. Ich habe nämlich zwei Enden, links und rechts, und in der Mitte nichts drin, was per se kaputt gehen kann. Also außer natürlich mein Pop brennt ab, dann habe ich ein Problem. Oder es fährt irgendein Auto rein oder ein LKW. Aber per se ist da kein Gerät drin, was Strom verbraucht und keinen Propeller hat und somit eigentlich auch nicht kaputt gehen kann. Was ist so besonders daran? Was kann da zum Einsatz? Ist ein, wie gesagt, schon 10 Gigabit über DWDM. Man hat links oben einen XFP zum Einsatz gebracht, der innen drin eine Forward Error Correction hat. Das ist eigentlich so das Besondere. Das heißt, was passiert da? Er macht selber auf dem XFP, also nicht auf der Interface-Karte, sondern auf dem XFP selber Forward Error Correction. Er tut sozusagen die Datenrate von 10,3 Gigabit, die wir bei klassisch Ethernet haben, tut er noch bis nichts hätten auf 10,7 Gigabit, packt letztendlich hinten noch eine Payload dran in Form von einer Checksumme und die kann mein Empfänger auf der rechten Seite unten wieder praktisch rausrechnen und sagen, hey, wenn da Bitfehler auftreten, kann ich sogar die Fehler detektieren und zur Not korrigieren. Also nicht nur detektieren, sondern auch korrigieren. Das führt da dazu, dass ich dort unten am XFP selber eine Bitfehlerrate von 10 hoch minus 5 habe, was prinzipiell für Ethernet nicht gerade prickelnd ist, wenn wir normal eine Bitfehlerrate von 10 hoch minus 12 auf einem 10 Gigabit Link wollen. Was macht der XFP dann? Er hat diese 10 hoch minus 5 Bitfehlerrate, aber durch das Forward Error Correction kann er es rausrechnen, kann das korrigieren und gibt dann ans Interface hinter raus letztendlich einen Stream, einen 10 Gigabit Stream, der eine Bitfehlerrate von besser 10 hoch minus 12 hat. Somit ist mein Link wunderbar sauber und der läuft und das über diese schöne 180 Kilometer. Besonders daran, es kam natürlich, also links oben diesen ASCII-Art-MUX letztendlich da drin und unter auch nochmal ein D-MUX. Was kam noch zum Einsatz? Es kam ein Boost-Amplifier und ein Line-Amplifier zum Einsatz. Letztendlich Verstärkertechnik aus der Weitverkehrsverbindung, die das Signal einfach hochziehen, letztendlich bis zu 20, 30 dB nochmal draufsetzen. Das sollte man dann auch nicht immer direkt auf den Empfänger draufgeben, weil das kann dann Probleme produzieren. Vor allem, dass der Empfänger nachher nichts mehr sieht. Man muss dann halt wirklich ein bisschen rechnen bei diesem Setup. Speziell in diesem Fall hatten wir bei den 180 Kilometer gab es eine Dämpfung von ca. 46 dB auf der Strecke. Und das haben die Verstärker letztendlich hochgezogen. Von der Verstärkung. Wir sind am Ende nachher, oder das bei dem Setup kam er beim Receiver, kam bei minus 20 dB auf dem empfangenen XFP an. Was ich noch zu sagen ist, diese DCU, und die sollte man auf jeden Fall in der Hinsicht, wenn man jetzt jenseits der 100 Kilometer Strecken baut, mit bedenken, das ist die Dispersionskompensation. Letztendlich mein Signal innerhalb der Faser hat eine gewisse Laufzeit und das verändert sich einfach anhand der Glasfaser, des Materials. Ich bin jetzt kein Physiker,
Aber letztendlich über die Zeit gesehen verändert sich das Signal und die Peakweite letztendlich. Dispersionskompensation rechnet es wieder, die rechnet es nicht, sondern die kompensiert es einfach durch eine speziell dotierte Faser. Und die hat allerdings einen Nachteil, die nimmt ziemlich Dämpfung weg. Also wenn man nämlich die Rechnung hier wunderbar macht mit dieser DCU, die hat uns hier in dem Beispiel volle 17 dB rausgenommen, obwohl es eigentlich eine Chassis-Geschichte ist, ein HE. Also das bleibt alles in einer Lokation, weil das Rot ist eine Lokation und das Weiße, der Hintergrund, ist die andere Lokation. Was wurde hier gemacht? Da wurden letztendlich nochmal weitere 100 Kilometer Fasern mussten da kompensiert werden. Das läuft zum Faktor 1 zu 6. Also da hängt eine Spule drin mit einer ganz speziellen Faser. Die hat dann circa 20 Kilometer, die da aufgewickelt sind. Das heißt, die muss man mal draufrechnen und die hat einfach eine spezielle oder die hat eine Dämpfung letztendlich und die muss sich durch den Verstärker vorne ein Stück weit ausgleichen. Das zu dem Setup. Link läuft seit ein paar Monate und sehr zuverlässig und stabil und es geht auch Traffic drüber. Genau. Das zu diesem Longer. Dann kompletter Schwenk. Ein Thema, was letztes Jahr bei Deno zweimal andiskutiert worden ist, ein Projekt, was ich eingangs gesagt habe, dass es Projekte gab, wo wir einfach nur dabei waren und gesehen haben, was gebaut wurde oder was wir auch selber initiiert haben. Und letztes Jahr bei Deno war ich Premiere von Optics Live und ich wollte euch halt einfach mal ein kurzes Update geben, wo wir da stehen, was ist passiert in der Zwischenzeit und dass wir uns gnadenlos eine Zeit verschätzt haben. Wir hatten letztes Jahr andiskutiert, beziehungsweise, ich sage kurz nochmal, um was bei Optics Live geht, vielleicht die jetzt letztes Jahr nicht da waren. Optics Live ist ein Projekt, wo es darum geht, die Lebensdauer von Transceivern im reellen Betrieb zu berechnen. Also die Transceiver sind im Einsatz, im Rechenzentrum oder über eine gewisse Laufzeit haben die gewissen Charakteristika, weisen sie auf und irgendwie gehen sie irgendwann kaputt, aber keiner weiß genau, warum sie kaputt gehen. Beziehungsweise es wäre doch schön, wenn man im Vorfeld wissen würde, dass diese Optik oder dieser Link in 2 Wochen kaputt geht. Und an Optics Live hat sich zur Aufgabe gemacht oder die Idee dahinter zu sagen, okay, wir wollen jetzt die Lebensdauer berechnen und vor allem eine Vorhersage treffen zu können, dass dieser Link 17 zum Beispiel in 2 Wochen kaputt geht, weil diese Optik schon eine gewisse Charakteristika aufweist. Wir haben uns da mal hingesetzt und ein bisschen die Metriken angeschaut, was man für Werte von einer Optik letztendlich kriegen kann, neben diesen klassischen Monitoring-Werte oder auch DDM genannt, neben Temperatur, Spannung und Sende- und Empfangsleistung, gibt es auch noch ein paar andere Eigenschaften, die implizit eigentlich drinstecken, wie zum Beispiel, was für eine Wellenlänge ist, was für eine Datenrate, wie viel Leistungsbudget hat die Optik oder wann wurde es ja auch letztendlich mal ausgewechselt zum Beispiel. Und wo wir uns dann verschätzt haben bei dieser Kalkulation und dieser Berechnung, ist einfach dieses Framework aufzusetzen. Also dieses Framework, wie schaffen wir es, zuerst mal die verschiedenen Messwerte einzusammeln und dann auch diese Messwerte auszuwerten. Das sind so diese 2 Komponenten bei einem Optics Live und vor allem mit einem großen Fragezeichen drin, wir brauchen ganz, ganz viele Optiken und ganz, ganz viele Links mit verschiedenen Eigenschaften. Und dabei sind uns letztendlich ein paar Themen aufgefallen. Unter anderem ganz klar diese Thematik kaputte Transceiver. Man braucht zuerst mal die Messung über eine gewisse Zeit von kaputten Transceivern, beziehungsweise wie sie sich verhalten über die Zeit und dass sie dann irgendwann kaputt gehen. Also diese schlechte Fall letztendlich, erst kaputt gegangen. Wir haben dieses Kaputtgehen gemonitort. Das ist so der größte Batzen, der uns derzeit einfach fehlt. Die Transceiver sind hier überall im Netz im Einsatz und da freuen wir uns auf Zuarbeit. Was für uns auch noch ein wichtiger Punkt war, war das Thema Development Partner, wenn wir gemerkt haben, okay, wir als kleines Unternehmen mit 10, 15 Leuten können das auf jeden Fall nicht stemmen von Entwicklungsleistung, weil es wirklich 2 große Baustellen sind. Einmal dieses ein Framework aufsetzen, um die ganzen Monitoring-Werte einzusammeln, auch in Echtzeit und zeitnah einzusammeln, im Turnus vielleicht von 5 Minuten. Und diese Messdaten dann hernehmen und dann wirklich irgendwie auszuwerten, um eine Vorhersage treffen zu können und vor allem die Messwerte intelligent auszuwerten. Und da haben sich ein paar schöne Dinge im letzten halben Jahr ergeben, was den Zeitplan einfach verzögert hat. Also der Zeitplan hat eigentlich rund um diese Zeit jetzt im November schon die ersten Ergebnisse vorgesehen. Die haben wir derzeit noch nicht, bin ich ganz ehrlich. Wir haben aber einen schönen Entwicklungspartner gewonnen, der letztendlich dort mitarbeitet und mithilft bei der Forschung, weil wir festgestellt haben, dass ein recht großes Forschungsthema ist. Und das wird eine Universität in Deutschland sein, die dort mitforscht, mit, wenn alles gut läuft, mit 2 Stellen.
Und dafür haben wir letztendlich jetzt auch Forschungsmittel beantragt. Der Antrag läuft derzeit. Wir werden hoffentlich rund um Weihnachten Info kriegen, wie das dann laufen wird. Für uns selber als FlexOptics erst einmal, dass wir ein Forschungsprojekt begleiten. Bin mal gespannt, wie das voll weitergeht. Bin selber gespannt. Dann auch noch ein Thema sind das Thema, wie sammle ich die Werte ein und wie gut sind die Werte? Also die Messwerte von den Transceivern sind meistens sehr akkurat, kann man sagen. Nur wie geht das Betriebssystem von meinem Switch da damit um? Wir hatten gesehen, dass die Werte zum Teil gerundet werden, beziehungsweise dass nicht alles über SNMP zum Beispiel abfragbar ist. Dort hat sich aber auch im Zuge jetzt des Bekanntmachens seit DNOC 2 eigentlich von Anoptics Live ein paar Personen rauskristallisiert, auch außerhalb von Europas, die sagen, hey, wir machen da gerade was, unter anderem von der IETF, die dort versuchen, die paar MIPS zu definieren und sagen, wir können dort die Messwerte besser greifen letztendlich. Es ist definitiv ein Bereich, was wir selber nicht im Einfluss haben, also auch die Betreiber von den ganzen Switchen und ihr definitiv auch nicht, aber das können die Hersteller letztendlich beeinflussen. Und wenn die IETF dorthin der Standards verabschiedet, kann sich in der Hinsicht was tun. Genau. Easier. Das ist so die vorletzte These, ein bisschen leichter zu machen. Entstanden ist Anfang diesen Jahres, manche haben es vielleicht ein bisschen mitbekommen, das ist jetzt ein eigenes Projekt von uns, was wir gebaut haben, was uns super viel Spaß gemacht hat. Rund um das Schlagwort Gyromat, manche werden schmunzeln, was für eine Schnapsidee. Im Endeffekt, was steckt da dahinter? Es ist ein ganz Standard, eine ganz klassische Vending Machine, Snickers Automat und dann letztendlich ein bisschen IP-basiert gebaut, komplett umgebaut. Für uns war das eine Mods-Gaudi, weil wir selber eigentlich so ein bisschen Softwerker und Hardwerker sind. Und wir haben das Ding dann mit 5 Leuten in 20 Tagen gebaut. So sah er aus, also nicht ganz links, sondern der mittlere wurde zu Cebit vorgestellt. Ist letztendlich, was ist die Grundidee? 24 Stunden, 7 Tage die Woche irgendwelche Ersatzteile im Rechenzentrum zu haben. So hat es irgendwie angefangen. Prototyp gebaut, vorgestellt, hat Mord Spaß gemacht. Das war ein Live-Bild bei der Cebit. Hatten da sehr viel Zuspruch auch gekriegt. Und dann war die grundlegende Entscheidung, wie geht es jetzt weiter mit dieser Schnapsidee initial. Zu sagen, okay, das bauen wir jetzt mal, forcieren wir es weiter. Und das möchte ich einfach hier mal an der Stelle sagen. Das hat die Community selber, das Feedback, was wir gekriegt haben. Und wir haben dann diese Maschine, war für uns eine neue Herausforderung, wiegt auf einmal 300 Kilo und Transceiver wiegt 30 Gramm. Das war so ein bisschen das Problem, auch mit der Logistik, das von A nach B zu kriegen. Haben so verschiedene Veranstaltungen dabei gehabt, man zeigt, hey, das ist so ein Prototyp, könnte man sich so vorstellen, was kann man da draus noch machen. Und dabei ist so dieser Oma-Schrank rechts daneben entstanden. Manche kennen es auch als DHL-Packstation. Was dort Leute dann halt auch gesagt haben, so hey, super Idee, Automat im Rechenzentrum, ich kann mir dort mal einen Transceiver oder ein Patchkabel rauslassen, aber eigentlich viel praktischer wäre es für mich, wenn ich habe ein Projekt, eine Installation und meine 25 Lieferanten liefern einfach ans Rechenzentrum, ist in einem zentralen Ort gelagert und mein Techniker geht dann vor Ort, gibt irgendwie einen Code ein und der Automat weiß auch, was da drin ist, was da fehlt, sozusagen Bescheid, wenn alles da ist. Und wenn dann alles da ist, kann ich fortgehen, das ganze Material entgegennehmen und habe vor allem sauber kommissioniert und kann dann alles installieren, es fehlt nichts. Und das ist so der nächste Schritt, den wir mit der Technologie eigentlich sehen, wo wir sagen, hey, damit kann man was machen. Das kann man weiterbauen und da sitzen wir jetzt auch gerade in der Entwicklung dran. Die Steuerung haben wir schon da dazu, also die mussten wir für diesen klassischen Spiralautomat schon machen, die Steuerung zu bauen. Derzeit steckt da ein klassischer Tablet-PC drin, der das ganze Ding IP-basiert macht und auf diesen super alten Controller von dem Automat sich draufsetzt und den dann steuert und sagt, dreh die Motoren. Und das Gleiche wird man dann auch mit diesem Schrank letztendlich machen, dass man den so als Attachment-Unit oder ja, oder separat halt hinstellt. Das sind so die 2011er Geschichten. Abschließend, scalable. Ich wollte einfach nur einen kurzen Überblick geben. Die Fragen kommen immer wieder auf, ist verfügbar, ist nicht verfügbar. Was haben wir am Transceiver-Marktstand heute gesehen? Ich meine, am Anfang bei Faster mit der 100 Gigabit-Geschichte ist sicherlich für viele nicht so interessant, weil 100 Gigabit wirklich halt auch die Linecards zum Teil, die gibt es zwar schon, aber die kosten auch dementsprechend Geld. Man muss jetzt erst mal benötigen auch an der Stelle. Nee, was tut sie einfach im 10 Gigabit-Markt? Da tun sie auch ein paar schöne Dinge auf und die helfen zum Teil, ein schönes Netz zu bauen. Was Mitte nächsten Jahres kommen soll, sind Tunable DVD-SFP-Plusen. Letztendlich, dass ich
80 Kanäle, die man eben tunen kann auf dem SFP Plus. Beim XFP gab es das jetzt schon, die sind auch schon zum Einsatz gekommen. Sehr, sehr praktisch, weil dann habe ich genau diese Problematik nicht mehr. Welchen Kanal will ich jetzt ausbauen? Oh, ich muss jetzt wieder 15 Wochen warten, bis dann der Kanal verfügbar ist. Und das gleiche jetzt als Formfaktor auf SFP Plus Basis. Die ersten Prototypen sind draußen. Wir warten selber, bis wir mal einen reinkriegen, das anschauen können. Gibt es so ein bisschen so Signale und Zeichen, dass die halt ein bisschen mehr Strom verbrauchen, Kategorie 1,5 bis 2 Watt, muss man dann einfach mal auf den Feldversuch ankommen lassen, eine gewisse Maschine, die halt SFP Plus unterstützen, ob das Ding da damit sauber funktioniert und wie es dann funktioniert. Das gleiche Tunable, genauso auch verfixt auf 80 Kilometer, also die 23 dB sind draußen und laufen auch schon recht stabil in einige Setups und deshalb vor allem als SFP Plus und nicht mehr als XFP, also viel, viel kleiner. Ein Thema, was heute Mittag noch aufkomme, ist Thema 10 Gigabit und BDs. Also ich habe eine klassische Fiber liegen und würde gerne einfach mal erweitern auch von 10 Gig auf 20 Gig. Muss nicht unbedingt gleich ein passives Multiplex-System reinbauen, sondern kann wirklich mit bidirektionalen Transceiver arbeiten. Und die macht es mittlerweile, gibt es die halt auch im 10 Gigabit-Umfeld. Das war so mein kurzer Abriss über Projekte, Sachen, die wir gesehen haben. Dankeschön fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht auf dem Bribe dann gibt es ein Tischfußballturnier. Dankeschön.